Julian Weigl, 18 Jahre alt, bis vor kurzem noch Kapitän des TSV 1860 München und jetzt in einer Art Trainingsgruppe 2. Zusammen mit Torwart Gabor Kiraj, Yannick Stark, Daniel Adlung und Ersatzkeeper Vitus Eicher. Was war passiert? Kiraj wurde nach einem Streit mit Gary Kagelmacher aus der Mannschaft geworfen, die anderen vier wurden von einem Taxifahrer im Münchner Nachtleben erwischt und bei Gerhard Poschner verpfiffen. Der Sportchef der Löwen lässt den Sündern allerdings die Tür zurück zur ersten Mannschaft offen. Begnadigen möchte ich eigentlich auch nicht so stehen lassen. Hier muss niemand begnadigt werden, sondern es liegt an jedem selber, welche Einstellung er tagtäglich mitbringt. Auf dem Platz, sei es hier auf dem Platz 1 oder auf dem Platz 5, das spielt keine Rolle. Wir sind hier alle ganz eng beieinander und es ist keine Verbannung, es bedarf keiner Begnadigung, sondern es bedarf einfach nur einer 120-prozentigen Einstellung zum Job, zum Verein, zur Mannschaft. Und dann regelt sich das alles wieder ganz schnell von alleine. Mit großen Ambitionen war der TSV in die Saison gestartet. Der Aufstieg nach 11 Jahren zweiter Liga sollte in diesem Jahr endlich gelingen. Nach 2 Spieltagen Tabellenvorletzter. Der neue Trainer Ricardo Muniz steht bereits jetzt unter Druck. In der Vorbereitung legte der Niederländer großes Augenmerk auf die Fitness der Mannschaft. Doch genau die wurde vor allem beim 0:3 gegen Leipzig in Frage gestellt. Auch haben sich noch nicht alle Neuzugänge bei den Löwen eingefunden. Allen voran Leonardo und Kagelmacher. Die Woche ist sehr wichtig. Du weißt, wie schnell es geht im Fußball. Auch wenn du die 2 Spiele gewonnen hättest, bleibt Kiel een lebensgefährlicher Gegner. Das weißt du. Das ist immer so. Dritte Liga, ambitieus. Die sind underdog, haben wir nicht zu verlieren. So ist es ein sehr wichtiges Spiel für uns und wir müssen alles hintun lassen und uns fokussieren. Sie sind fitter, aber das ist ein Prozess, was Red Bull auch über Salzburg über eine langere Zeit entwickelt hat. Ich denke, dass es eine von den fittesten Mannschaften ist von ganz Deutschland. Die müssen nicht vergessen. Eine Niederlage beim DFB-Pokalspiel in Kiel und die Kritik an Muniz und seiner Elf wird weiter wachsen. Eine Rückkehr der Sünder bis zum Sonntag ließ Poschner offen. Falls nicht, werden Weigl und Co. für die Regionalligamannschaft auflaufen, beim SV Schalding-Heining.